Wir sitzen schon ziemlich lange hier, ne? Und kriegen viereckige Augen von den ganzen Kameras, die uns angucken. Ne? Wir sind Piranhas, zwei Stück. Und wir wollen heute über zu lange reden. Zu lange irgendwas tun. Zum Beispiel zocken. Ja, played too long. Ja, das kann passieren, ne, oder? Dass man zu lange spielt. Ja. Dass man irgendwo die Zeit vergisst, weil wo geht die Zeit schneller rum als beim Zocken? Ja. Gibt halt ein paar Sachen, die man machen kann, ne? Aber gerade spielen ist ein ziemlicher Zeitfresser, ne? Und schwupps ist wieder irgendwie. Komm, eine Quest noch. Doch, komm, eine Quest noch. Wir haben weniger als 100 Leute gefragt. Sag mal, woran merkst du eigentlich, dass du schon wieder zu lange zockst? Und die haben Folgendes gesagt. Eigentlich merke ich das gar nicht. Muss ich tatsächlich sagen, dass ich zu lange zocke. Ich zocke nie zu lange. Aber wenn mir die Augen zufallen und ich auf der Couch eingeschlafen bin. Wenn ich mir denke, oh mein Gott, schon wieder 1 Uhr. Daran, dass ich für nichts anderes Zeit habe. Das merke ich gar nicht, das ist das Problem. Ein echter Zocker zockt immer genau richtig. Er zockt nie zu kurz und er zockt nie zu lang. Die Zeit ist immer exakt richtig. Außer wenn die Blase schon extrem pressiert. Dann wird es mal Zeit, ganz kurz Päuschen zu machen. Ja. Gibt auch ein paar, die merken das gar nicht. Ne? Oder wollen nicht. Oder wollen nicht. Hm. Ne? Ja. Tja. Wie Shakespeare sagt, ne, wenn du zu viel Honig isst, ne, dann führt das zum Überdruss. Ist beim Zocken irgendwie so ein Ding, ne? Am nächsten Tag, am Tag ärgerst du dich über den Endboss irgendwie, dass du den nicht platt kriegst, schmeißt den Controller in die Ecke, ärgerst dich und da setzt dich wieder dran, ne? Also, das ist halt so, ne? Oder? Oder ist das nicht so? Das war in meinen Lebensphasen immer sehr unterschiedlich. Es gab Zeiten, da hatte ich einfach sehr viel mehr Zeit zum Zocken als heute. Und dann war das bei mir aber immer so, das ist genauso wie beim Alkoholtrinken. Ich kann mich irgendwie nicht vernünftig übertrinken, weil vorher ist immer Sense. Und beim Zocken ist das genauso. Bevor ich die Nacht durchzocken würde, würde ich wahrscheinlich einfach auf der Tastatur einschlafen. Deswegen hatte ich auch noch nie irgendwie Nebenwirkungen davon oder so. WC3PO. Wenn Sie nichts dagegen haben, schalte ich mich ein bisschen ab. Ja, genau so. Feierabend, ne? Ja, das wäre typisch für mich. Also würde ich sagen, habe ich jemals zu lange gezockt? Ja, in Bezug auf irgendwie, ich musste zu früh aufstehen und dann war trotzdem die Nacht zu kurz irgendwie gefühlt. Verstehe. Aber sonst hält sich das sehr stark in Grenzen. Ja gut, Erschöpfung, ne? Wenn man erschöpft ist, soll man aufhören, weil sonst hast du keinen Genuss, ne, an Spielen irgendwie. Dann überzockt man sich. Das ist irgendwie doof, oder? Ja, ne? Vor allem, du hast ja dieses Gefühl, du hast irgendwie Bock, ne? Du möchtest das jetzt gerne noch wissen, du möchtest es erfahren, du möchtest wissen, wie es weitergeht, du möchtest das schaffen, aber der Körper will nicht. Ne? Der Geist ist willig, aber das Fleisch ist schwach. Und dieses Phänomen, das begleitet einen hier während so einer Geschichte, ne? Ja. Ja, habe ich häufig. Und willst dann ja auch noch schaffen, die nächste Etappe erreichen und sowas, ne? Auf jeden Fall. Spricht ja eigentlich dann fürs Spiel, wenn es einen so sehr packt, dass man unbedingt weitermachen möchte. Ja. Weiß nicht. Ich habe Descent gespielt, dieses 360 Grad, man dreht sich im Kreis und macht irgendwie und wurschtelt mit so einem kleinen Raumschiff durch irgendwelche engen Minengänge und so weiter. Da habe ich so ein komisches Muskelzucken, so Restless Leg Syndrom oder was, ne, im Dings gehabt. Das hörte nicht auf zu zucken. Ich dachte, was ist das denn alle? Ich dann zum Arzt so, hat er dann getestet mit Elektroden dran. Bzz, bzz, bzz. Ja, der Muskel funktioniert wohl so. Ja, und ja. Was machen sie denn so beruflich? Ja, halt irgendwie, war ich noch Student und so. Ja, okay. Spielen Sie Computerspiele? Ja. Wie lange haben Sie denn das letzte Mal gespielt? Oh, habe ich so über nachgedacht. 16 Stunden am Stück habe ich die Scheiße gespielt. Ne? Okay. Okay, ja. Ja, dann lassen Sie das mal, ne? Und hat er mich wieder nach Hause geschickt. Ne? Ja, da hast du dann natürlich Zuckungen gekriegt, ne? Weil die Nerven blank lagen, ne? Diese 3D-Welt und dann noch 360 Grad. Ist bei VR nicht anders, ne? Ich spiele gerade Skyrim VR und das geht voll auf die Rübe. Ich schwitze wie ein Schwein, ja? Und dann ist das irgendwie, und das Gehirn will irgendwie, weißt du? Das ist so hoch, runter, wie im Fahrstuhl. Also, mich macht dieses Motion Sickness auch ziemlich fertig und ich muss dann aufhören, wenn ich erschöpft bin. Sonst geht's nicht. Interessanterweise kann man sich das sogar ein Stück weit antrainieren.
Ne? Das heißt, während man am Anfang irgendwie überhaupt nicht klarkommt, ist je länger man übt, je öfter man es macht, gewöhnt sich der Körper daran, ne? Weil der Körper ist ja auch irgendwie so ein Ding. Da kann man tatsächlich erlernen, länger durchzuhalten. Nur hätte ich nicht gedacht, als ich angefangen habe, das zu spielen, weil Skyrim VR ist super geil. Ja, ist einfach so. Es hat ein großes Rollenspiel, auch noch VR und so. Aber es ist halt irgendwie, man wird schlecht. Und es verbessert sich aber. Man kann sich dran gewöhnen. Mhm. Was cool ist, ist, wenn man sich schnell bewegt, dann kann man diese Sichtfeld-Eingrenzung aktivieren. Klingt blöde, hilft aber auf jeden Fall bei diesem Schwindelgefühl. Ne? Das ist auch so eine Sache. Mhm. Ja, okay. Ja, wenn man zu viel zockt, hast du eine hohe Stromrechnung. Ne? Ist ja auch ein teures Hobby, ne? Oder? Habe ich ehrlich gesagt noch nie drüber nachgedacht. Also ich hätte niemals meinen Medienkonsum nach der Stromrechnung ausgelegt. Ist das nicht ziemlich dekadent, so zu denken? Weiß ich nicht, aber wofür gibst du dein Geld aus? Wofür gibst du dein Geld aus? Steht ja dagegen. Ne? Ja. Das heißt, wenn ich im Auto rumfahren oder reisen oder so, ne, macht die Umwelt auch nicht besser und kostet auch sehr viel Geld. Ne? Ja, man muss ja dazu sagen, ich bin ja auch tendenziell eher so der Singleplayer-Spieler. Mhm. Und dann warte ich irgendwie, genauso wie jetzt, irgendwie ellenlang auf ein Spiel, wo ich mich voll drauf freue. Und dann muss das auch gezockt werden. Mhm. Aber hier dieses WoW-Phänomen, ne, dass irgendwie Leute ihren Job verloren haben, weil sie nicht mehr aus dem Spielen rauskamen, weil die sich dann auch zu bestimmten Zeiten treffen mussten. Das war wirklich eine Zeit lang wirklich in aller Munde, ja. Das ist das extreme Gegenbeispiel. Ja. Ne? Da muss man natürlich eine Gratwanderung finden, die das ermöglicht, dass beides gehen muss. Mhm. Ne? Und ein Hobby, es gibt sehr, sehr teure Hobbys. Ich glaube, Zocken ist da noch ein Hobby, was sich jeder irgendwie schon erlauben kann, ne? Wenn man vielleicht auch weniger Geld hat, dass man dann wartet irgendwie auf irgendwelche Sales oder sowas in der Art. Während es Hobbys gibt, die so kostenintensiv sind, also über die Stromrechnung habe ich noch nie nachgedacht. Okay. Okay, es gibt auch so eine Art, wenn man zu viel zockt, ne, gibt es also diesen Gewöhnungseffekt. Ich habe mal Fallout 1 damals gezockt und direkt danach den zweiten Teil. Das war eindeutig zu lang. Zu lange dasselbe Genre. Ja, das heißt, ich habe zu lange dieselbe Sache gemacht, dass sich das abgenutzt hat. Da habe ich mir selber keinen Gefallen mitgetan. Deswegen habe ich daraus gelernt, wenn ich ein Spiel spiele und ich das toll fand, dann darf ich ruhig danach ein anderes Spiel spielen. Aber es muss ein anderes Genre sein. Sonst tue ich mir selber damit keinen Gefallen. Sonst spiele ich zu lange dasselbe. Ich habe auch noch das Problem, dass ich Dinge auch noch miteinander verwechsel. Das heißt, ich habe jetzt Prey durchgespielt. Ja, jetzt würde ich zum Beispiel dieses Dishonored 2.5, dieses Add-on vom zweiten, würde ich jetzt nicht nochmal spielen, weil es sehr ähnlich ist. Na? Weil es halt auch wieder so stealthig ist und ne, Geschichte irgendwie mit irgendwie, also man muss sich durchschleichen durch irgendwelche Gänge und so ein Zeug. Deswegen habe ich jetzt gewechselt auf Skyrim VR, weil es halt ein Rollenspiel ist. Das ist was anderes. Das ist zwar auch, du bist auch Ego-Perspektive und so, aber dann auch noch mit dem Handicap VR dabei und so weiter. Es ist halt ein anderes Spielgefühl. Und wenn ich dann irgendwann dann dieses Dishonored dann wieder nehmen oder so, dann habe ich wieder ein anderes Spielgefühl. Das heißt also, nicht nur zu lange zocken an sich, sondern auch an einer Sache. Es gibt Spiele, die kann man auch 500 Stunden lang spielen. Die kannst du immer wieder rauskramen. Das sind so Evergreens, ja, das habe ich auch gehabt. Deswegen hatte ich ja meine Zuckungen, ja, weil Descent habe ich gespielt, tausende Stunden, hunderte auf jeden Fall. Und, aber das ist, man musste irgendwie noch was dazwischen haben. Früher hatte ich immer irgendwie ein Adventure und einen Shooter. So klassisch, ne? Duke Nukem und irgendwie, keine Ahnung, Indiana Jones, Fate of Atlantis und dann immer das nächste Spiel war wieder ein Adventure und so weiter. Das mache ich heute auch ähnlich, ne? Dass man halt immer irgendwie was zum Wechseln hat. Weil sonst spielst du zu lange eine Sache und das nutzt sich dann irgendwie ab. Das wird dem Spiel dann auch nicht gerecht, finde ich, ne? Ja, das ist interessant. Also mich betrifft das nicht so direkt. Mhm. Es sei denn, es sind die großen Spiele. Ja. Das heißt, wenn ich jetzt irgendwie 80 Stunden oder 100 Stunden Skyrim gezockt habe, dann habe ich Bock auf ein kürzeres Spiel.
Also direkt okay. dann den nächsten Rollenspiel-Blockbuster auszupacken, darauf hätte ich keinen Bock, weil ja. ich dann das Gefühl habe, boah, jetzt musst du von vorne anfangen, so. Während ich dann lieber irgendwie so ein kleines First-Person-Adventure nochmal eben irgendwie, das geht immer. Ja, verstehe. Also ich kann auch ganz viele 7-Stunden-Spiele hintereinander spielen, die ein ähnliches Genre haben, okay. weil die halt nicht so lang sind, bis diese Geschichten erzählt sind und die nächste Geschichte dann auch wieder spannend ist. Mhm. Aber diese großen, das, da geht's mir ähnlich. Okay, krass. Ja, gut. Meine These ist halt irgendwie, der Anspruch steigt auch, ne? Wenn du zu lange das Gleiche machst, ohne Ausgleich, dann steigt der Anspruch, weil man will doch irgendwie immer was Neues. Mhm. Und wenn du dann immer wieder repetitiv dasselbe, dann ist das nicht cool. Dann wird man irgendwann dull im Kopf und dann braucht man irgendwas anderes. So, ne? Das ist die, das ist so die Quintessenz der ganzen Geschichte. Das überrascht nicht mehr. Der Harry Eken, unser Experte, ja, in Sachen Zocken, ja, der ist ja Diplom-Zocker, also der zockt wirklich viel. Seine Freizeit besteht zu großen Prozentsatz aus Computerspiele spielen. Der hat tatsächlich irgendwie Death Stranding versucht auf Platin zu spielen, ne? Und ich weiß nicht, ob er es geschafft hat, aber er war auf jeden Fall kurz davor, es zu schaffen. Und ich denke, er zieht das auch durch. Ja, das ist natürlich schon sehr, sehr anstrengend. Ja, also da schleppst du halt Kisten von A nach B und so weiter. Und da hat er wirklich jede Nuance des Spiels gemacht und so. Und natürlich hast du auch Interaktion mit anderen Spielern und so. Das ist, peppt das natürlich alles auch auf und es ist atmosphärisch total toll. Aber das ist natürlich schon sehr, 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 sehr anstrengend. Und ich habe da größten Respekt vor jemandem, der sowas schafft. Ja. Er wartet aber auch sehr lange, bis da sowas anfängt. Ja. Er weiß genau, jetzt ist nicht die Zeit, jetzt ist nicht die Zeit. Und ja. wenn er das Gefühl hat, jetzt kann ich mich drauf einlassen. Dann haut er das auch durch. Dann ne? kostet ja. er dieses Ding so weit aus, bis es nicht mehr geht. Ja. 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 Das ist auch sehr spannend, ja. Ja, Streamer haben sich zum Beruf gemacht, genau das zu tun, nämlich zu zocken, stundenlang. Ja. Ne? Ja. Und ja, es gibt viele erfolgreiche Streamer da draußen, die das tatsächlich machen und so. Und auch die haben Abwechslung. YouTuber ne? auch, ja. YouTuber, ne? Mhm. Das heißt, wenn man jetzt sagt, okay, der Gronkh, der spielt jetzt irgendwie, keine Ahnung, irgendwas, ein Horror-Shooter oder sowas, ja. Und danach möchte man von ihm vielleicht auch mal was anderes sehen. Das heißt, er hat auch immer schöne Abwechslung drin. Mal hat er mal einen Multiplayer drin, mal hat er mal andere Dinge drin. Aber es ist halt sehr häufig, dass man ihn auch unterschiedliche Dinge spielen sieht. Und wenn man an einem Spiel irgendwie interessiert ist, dass er das spielt oder so, dann muss man tatsächlich eben da seine Konserven bemühen. Da muss man halt gucken, welche Episoden hat er da gespielt. Meistens auf YouTube dann nachgucken. Ne? Oder eben, man muss sich tatsächlich einen Terminplan machen, wann spielt er was. Ne? Weil die sehr viel unterschiedliche Dinge spielen. So. Das ist ja auch, ob ich das als Hobby begreife und das nebenbei mache, weil es mich ablenken soll oder Spaß machen soll. Mhm. Oder ob das halt, ob ich das als meinen Beruf oder Berufung begreife. Das sind zwei unterschiedliche Sachen. Ne? Wenn ich jetzt zum Beispiel, meine Mama zum Beispiel, die hat irgendwie am Zeitungseinleger gearbeitet und hat nachts irgendwie die Zeitungen in die Maschine eingelegt und ausgelegt irgendwie. Das klingt jetzt mal nicht besonders spannend. Da würde man vielleicht lieber zocken und dafür Geld bekommen, ja, das wenn stimmt. man denn so weit kommt, ja. diese Hürde zu erreichen. Und dann macht man vielleicht als Hobby dann was anderes. Wandern. Ich habe ihn mal gefragt, sag mal, du hast jetzt hier 4 Stunden am Stück gesessen, ne? Und durfte ich beobachten, wie er das macht mit uns zusammen, als wir Elex präsentiert haben. Ne? Und das ist halt irgendwie sehr anstrengend gewesen. Für mich jetzt persönlich. Und er wirkt immer so locker und frisch dabei und so. Da habe ich ihn gefragt, wie lange hast du das längste Mal hier gesessen? Und er sagte, 28 Stunden hätte er am Stück da gesessen und irgendwas gemacht und wäre ihm gar nicht aufgefallen. Ne? Das ist natürlich schon krass. Aber für ihn gibt es so offensichtlich kein zu lange irgendwas. Ne? Dann ist es aber auch Berufung. Dann ist es Berufung. Ja. Absolut. Gut. Ja, im Umkehrschluss. Es ist tatsächlich so, wenn es für jemanden nicht Berufung ist und man merkt, dass man dort irgendwelche Nebenerscheinungen, die nicht dahin gehören, wo sie hin sollen, ne, zum Beispiel Erschöpfungserscheinungen oder soziale Kontakte, die wegbrechen oder körperliche Einschränkungen, die man vielleicht vorher nicht hatte und man merkt eigentlich insgeheim,
mir geht's damit gar nicht so gut, dass ich jetzt so lange und so häufig zocke. Da gibt es natürlich auch sehr viele öffentliche Anlaufstellen, wo man auch anonym mal hinterfragen kann, betrifft mich das? Ist das normal? Ist das cool? Macht mir das noch Spaß? Schränkt mich das ein? Oder ist das vielleicht schon krankhaft? Und zum Beispiel die Caritas, die hat auch so Anlaufstellen, aber auch einen anonymen Chat, wo man einfach mal, ohne sich anmelden zu müssen, mit Profis chatten kann, um zu ergründen, was man da machen kann, damit es einem besser geht. Damit ihr das auch wisst. Alles klar. Hast du eine Community-Frage? Bestimmt. Ja, vielleicht von einem Hobby zum anderen. Da hat einer gefragt, er sieht ja die Gitarren im Hintergrund. Könnt ihr uns nicht vielleicht ein kleines Lied spielen? vielleicht machen wir das ja wirklich irgendwann mal. Aber bis hierhin, für den einen oder anderen, der es noch nicht mitgekriegt hat, haben wir tatsächlich auch auf unserem YouTube-Kanal ein bisschen weiter runterscrollen, ein Live-Konzert vom Björn gestreamt, wie er gesungen hat. Und weil einige Leute danach gefragt haben, irgendwie Musikinstrumente, ne? Ist ja cool, ich kann keine Gitarre spielen. Ich kann leider keine Gitarre spielen, aber der Björn kann. Und ja, da könnt ihr ja mal reingucken. Das war sehr, sehr cool und ein sehr schöner Abend. Gut, vielen Dank für eure Aufmerksamkeit und wir sehen uns nächste Woche wieder hier, wenn es heißt Piranha-Becken TV. Genau, bis dann. Tschüss. Tschö. Mit Abstand nah dran. Genau. Hieß das Video. Ja. Und ja, die haben gesagt, irgendwie, wir müssen irgendwas mit Abstand machen, weil es ja Corona und so. Und wenn man dann zusammen da sind wir ja auch auf Abstand und so. Mit Abstand die beste Musik, wollte Sebastian. Da habe ich gesagt, ach, lass uns doch was Besseres einfallen. Wir müssen einfach ein bisschen nicht so arrogant so. Ja, ist ja eh Ironie, sagt er dann so. Würde ja auch jeder raffen. So. Weiß man immer nicht. Weiß man immer nicht. So sagt man nicht. Naja. Mit Abstand nah dran finde ich aber auch vollkommen okay.